Dieses Komitee bestreitet das natürlich, aber es ist ein politisches Zeichen, das gesetzt werden sollte. Ja, vielen Dank für das Kommen. Und ich möchte über einen äußerst schwierigen Nobelpreis vortragen. Und ich habe dazu Matthias Kalkuhl gebeten und er hat sofort Ja gesagt, ein bisschen zu ergänzen. Das heißt, ich werde das Podium aufgeben, kurz. Er wird ein paar Worte dazu ergänzend sagen, weil sein Fachgebiet ist eigentlich Umweltökonomik im weiten und im engeren Sinne. Okay, er versteht sehr viel von Nordhaus. Ich verstehe genug von Nordhaus, dass ich ein paar Floskeln erzählen kann. Und ich versuche zu erzählen, weshalb Nordhaus und Paul Romer zusammen den Preis erhalten haben. Das ist nicht so einfach. Okay, das sollte klar sein. Es gibt, die kommen aus verschiedenen Richtungen, die kennen sich kaum, die haben niemals, soweit ich weiß, ein Papier zusammen geschrieben, wobei Paul Romer mit sehr vielen Co-Autoren und William Nordhaus mit sehr vielen Co-Autoren geschrieben haben. Trotzdem gilt es für mich zu erklären, weshalb das Königliche Preiskomitee diese Wahl in diesem Jahr getroffen hat. Okay? Und ohne weiter zu erzählen, möchte ich mal loslaufen. Hier sind die Preisträger des Jahres 2018. William Donby Nordhaus kommt aus New Mexico. Das ist ein sehr trockener Gegend, die wirklich sehr klimaextrem geschont ist. Es ist einfach heiß dort. Abends ist es kalt, man kennt diese Extreme. Er hat in Yale und auch in Frankreich zeitweise studiert und hat zum Schluss an MIT seine Doktorarbeit geschrieben bei Robert Solo. Und er wurde auch sicherlich bei Paul Samuelson entsprechend begeistert, der noch damals sehr unterwegs war. Und seine These, also seine Dissertation, dabei ging es um die Endogenisierung von technischem Fortschritt. Das ist ironisch, weil das ist genau, was Paul Romer gemacht hat in seinen bahnbrechenden Arbeiten. Das heißt, dieses Thema, diese Fragestellung lag schon seit den 60er Jahren in der Luft. Wie kann man in dem Ihnen allen bekannten Solo-Modell den technischen Fortschritt endogenisieren? Wie kann man den menschlichen wirtschaftlichen Fortschritt verstehen, anstatt einfach anzunehmen, dass es exponentiell wächst? Und das ist eine Herausforderung, die Nordhaus angegangen hat, versucht hat zu lösen. Das war nicht sein größter Beitrag. Er wurde eigentlich, ihm wurde der Preis gegeben für die Integration von Klimawandel in eine langfristige makroökonomische Analyse, sprich Wachstumsmodell, in ein Wachstumsmodell, das explizit das Klima und die Umwelt berücksichtigt. Und das ist tatsächlich, was ich klar ersehen kann aus seinem Schriftenverzeichnis, wenn ich das ganz genau angucke. Und das werde ich auch versuchen, zum Schluss zu zeigen. Paul Romer ist viel jünger. Er wurde in Denver, Colorado, USA, sind beide Amerikaner. Er hat seine Ausbildung an der University of Chicago und MIT wechselweise. Zum Schluss hat er seine PhD in Chicago geschrieben mit primär José Schenkmann, aber auch mit Robert Lucas, dem Großen, von dem wir Lucas-Kritik und so weiter kennen. Auch jemand, der sich sehr, sehr intensiv in den 80er Jahren, gerade als Paul Romer unterwegs war, mit Wachstum und Wachstumstheorie beschäftigt hat. Robert Lucas hat bekanntermaßen geschrieben, "So as soon as we start thinking about growth, we can't think of anything else." Sobald wir uns mit Wachstum beschäftigen und sehen, wie Länder sich unterschiedlich entwickeln, wir können eigentlich, wenn wir gute Volkswirte sind, Ökonomen sind, können wir uns mit gar nichts mehr beschäftigen. Das ist irgendwie eine ganz klare Aussage. Und Paul Romer hat tatsächlich seine Preiswürdigung in Richtung Integration von technologischen Innovationen in eine langfristige makroökonomische Analyse. Sie sehen ja, die geteilte Würdigung, Long Run Macroeconomic Analysis, auf Deutsch heißt das nachhaltige
volkswirtschaftliche Entwicklung. Was ist nachhaltig, wenn wir die Umwelt zerstören? Was ist nachhaltig, wenn wir sehen, dass bestimmte Länder nicht aus den Löchern kommen und andere sich immer weiterentwickeln? Wie können wir das alles zusammen integrieren? Da müssen wir ganz genau auf die Würdigung, die Zitate der Königlichen Akademie, die haben zum Beispiel mehrfach erwähnt, Innovation, Climate, Economic Growth. Das ist schon ein Widerspruch. Viele Leute glauben, Wachstum ist auf Kosten der Umwelt. Das ist tatsächlich so. Manche sagen, das ist nicht zu vereinbaren, wir dürfen nicht mehr wachsen. Es gibt eine langfristige Problematik, dass wir immer noch nicht angepackt haben. Ich werde ein paar sehr schöne Grafiken zeigen. Und das sind wirklich sehr, sehr vital, von vitaler Wichtigkeit. Wir müssen wirklich das anpacken in den nächsten Jahren. Matthias wird das sicherlich ansprechen. Also das Feuer brennt schon und wir riechen es immer noch nicht, offensichtlich. Also man sieht das bei der Würdigung, auf Deutsch habe ich das mal übersetzt, die Einbettung technologischer Innovationen und das Klima. Das sind unterschiedliche Themen, wirklich unterschiedlich. Trotzdem langfristig, es hat mit Wachstum zu tun, Kosten des Wachstums und externe Kosten. Nicht? Und in diesem Zitat haben sie auch geschrieben, William Nordhaus und Paul Romer have designed methods for addressing the most basic pressing problems, questions about how we create long-term sustained and sustainable economic growth. Wie können wir 2/3 der Menschheit auf einen Lebensstandard bringen, dass wir heutzutage, den wir heutzutage für selbstverständlich halten? Mittlerweile haben wir gesehen, dass China das geschafft hat, 1,4 Milliarden Menschen auf einen sehr respektablen Stand zu bringen. China ist wirklich in der Mittelklasse angekommen und wir sehen auch die Kosten davon. Und wenn die restliche Menschheit auf diesen Niveau gebracht wird, wird das sicherlich große Umweltfragen aufwerfen, die wir unbedingt anzugehen haben. Also wo haben Sie den? Der Preis ist für Makroökonomie, das ist eine sehr breit gefasste Idee. Die meisten von Ihnen kennen das aus unseren Lehrveranstaltungen. Mir war neu, dass Umweltökonomie der Makroökonomie zugeschlagen wird. Je länger man darüber nachdenkt, desto klarer, es ist tatsächlich so. Es geht um gemeine Anreize, Umweltbedingungen, wo wir zu kämpfen haben. Und tatsächlich, die Menschen zehren alle davon. Wir brauchen die Umwelt in einer Qualität, die uns als Menschen zum Weiterentwickeln braucht. Trotzdem habe ich schon gesagt, diese zwei Menschen, nicht wie anderen Nobelpreisträger in anderen Gebieten, die kennen sich natürlich vom Namen her und Zitierfrequenz, sie sind alle beide sehr, sehr berühmt, aber keine Kollaboration. Insofern komme ich zu dem Schluss, dass, obwohl sie ähnliche Karrieren haben, unterschiedliche Forschungsgebiete, das Komitee, das Königliche Komitee will ein Signal setzen. Zum Schluss werde ich das begründen. Ich glaube, wir haben es mit meinem Präsidenten Obama gesehen, der den Nobelfriedenspreis bekommen hat. Und er war kaum im Amt. Es gibt auch eine Funktion des Nobelpreiskomitees, Signale zu setzen, weil sehr, sehr clevere Menschen Inputs geben in diese Preisselektion und die haben wahrscheinlich alle dasselbe gesagt. Romer, wahnsinnige Wachstumsfortschritte, also hätte vielleicht vor 10 Jahren den Preis bekommen sollen, ich zeige Ihnen gleich warum. Und dann Nordhaus gibt es seit ewig und er schreit in der Wildnis. Wir müssen irgendwas als eine Sammlung von Nationen zusammen koordinieren, um ein besseres Ergebnis erreichen von dem, was wir jetzt haben, was eigentlich sehr schlecht ist. Okay, wir sehen das schon, Matthias wird darauf eingehen. Ich zeige Ihnen einen sehr interessanten Nachweis der wissenschaftlichen Auswirkung oder Wirkung dieser beiden Männer. Leider gibt es keine Frau dieses Jahr, aber das ändert sich tatsächlich allmählich. Aber ich sage einfach, was für mich so faszinierend hier ist. Ich habe zwei Zitate, zwei Statistiken rausgeholt aus dem Internet und diese beiden habe ich selber berechnet. Ich habe einfach geguckt, Zitate der beiden Top
Papiere von dem jeweiligen Autor, von dem jeweiligen Wissenschaftler und gesehen, dass bei, obwohl Nordhaus eigentlich einen höheren Impact-Faktor hat, das heißt, also der H-Faktor ist Ihnen bekannt, wie häufig wird ein Papier zitiert und H ist einfach die Anzahl der Papiere, die mindestens H-mal in der Literatur zitiert werden. Und 104 ist verdammt hoch. Und das schließt die graue Literatur ein. Und bei RIPAC ist es ein bisschen enger gefasst, ist Nordhaus bei 32. Das ist auch relativ wirksam. Romer bei 22. Einige von meinen Freunden haben das schon mal übertroffen. Also das ist nicht so beeindruckend. Was interessant ist auf der rechten Seite. Romer hat 2 Papiere geschrieben. Und davon werden 2/3 der Zitate rekurrieren auf diese 2 Papiere. Und die sind sehr wichtig. Sie haben ganze Literatur losgetreten, die ich vertiefen werde. Und die hat natürlich auch eine gewisse Unterfütterung von Nordhaus-Arbeit bieten kann. Nordhaus, fange ich mit ihm an. Also der hat bei Samuelson und bei Solow zum Thema Wachstumstheorie promoviert. Ich habe Samuelson extra erwähnt, weil Samuelson Karl Christian von Weizsäcker inspiriert hat. Also die wenigsten von Ihnen wissen das, aber der hat in MIT mit Robert Solow gearbeitet. Und Kennedy ist nicht John F. Kennedy, sondern ein Kennedy, von dem man nichts mehr hört, der auch versucht hat, Wachstumsprozesse zu endogenisieren. Das heißt, er wusste auch, dass es ein großes Problem ist. Seine Aufsätze waren in der Wachstum- und Makroökonomik ziemlich klar definiert. Und im Geiste von Robert Solow, der auch schnell erkannt hat, dass Wachstum auf Kosten der Umwelt erfolgen kann, versucht die Umweltökonomik direkt in den 70er Jahren in seine makroökonomischen Arbeiten einzubetten. Also der hat zum Beispiel, einige von Ihnen kennen das OLG-Modell von Paul Samuelson. Das ist auch so ein sehr schöner Vehikel, um zu zeigen, wie gegenwärtig lebende Generationen Dinge tun, die zukünftige Generationen negativ beeinflussen, negativ tangieren und die zahlen nicht die Kosten dafür. Die ungeborenen Generationen sind nicht dabei, um quasi etwas Tribut von den Verschmutzern einzufordern. Nicht? Und das ist ein super Beispiel dafür, wo man dieses Modell auch für negative Auswirkungen von Wachstum studieren kann. Und seine Arbeiten haben zum Schluss, also das wird bestimmt bei Matthias durchklingen, die Notwendigkeit einer globalen Kooperation. Es kann nicht sein, dass Deutschland alleine einen Alleingang macht, das wird wenig helfen. Wir können das aus gutem Gewissen machen, aber letztendlich wird es eine Auswirkung auf die Welt haben, wenn ganz Europa oder Europa und die USA zusammen geschlossen was tun. Also seine Beiträge will ich einfach auflisten, weil für mich ist interessanter, wie die beiden Preise zusammenkommen, weil diese beiden Preisträger zusammen, und das ist sehr schön ausgeführt übrigens, wenn Sie auf Internet gehen, gucken Sie mal die Preisverleihung an, was das eine Mitglied sehr schön gesagt hat, also auch eine ähnliche Tabelle wie ich, das ist auch von Romer übernommen, um zu zeigen, wie man diese Beiträge, beide Beiträge, nicht nur von Romer, sondern auch von Nordhaus verstehen kann. Also erstens, die Idee, dass Kohlendioxid als Kosten Wachstumsergebnisse beeinflussen kann und bewertet werden kann. Wie bewertet man die Kosten? Wie schätzt man die Preise an? Nordhaus ist sehr schnell in den 70er Jahren zu der Idee einer Kohlesteuer, also einer Steuerbesteuerung von Kohlendioxid gekommen. Und wir wissen inzwischen, dass ich werde mal gleich das Bild zeigen von seinen Papieren aus dem Jahr 1977, das sind 40 Jahre plus her, schreit er in der Wildnis. Er hat daraufhin ein Modell integriert, wo er diese Kosten und Vorteile und Politik mit integriert. Dazu werden wir noch mehr hören. Und sonst hat er andere Dinge, die gar nichts mit der Umwelt zu tun haben. Er hat auch die Makroökonomie in die Konjunkturlehre integriert mit politisch-ökonomischen Entscheidungen, wie Wahlergebnisse zukünftige Konjunkturzyklen beeinflussen und wie die Wahl, das ist Zyklus,
beeinflusst wird. Nordhaus hat auch mit Paul Samuelson mehrere Auflagen von diesem berühmten Lehrbuch Economics betreut. Jetzt in der 19. Auflage. Samuelson ist längst gestorben. Es gab eine sehr animierte Debatte um die Leute, die bei mir IAMA hören, wissen, dass Ramsey schon damals davon gesprochen hat, wie sollen wir zukünftige Generationen einbeziehen in unsere Planung. Leute, die noch nicht geboren sind, müssen wir diskutieren. Und interessanterweise hat Nick Stern in seinem Bericht einfach einen sehr niedrigen Diskontsatz angesetzt. Und also Nordhaus eigentlich, man könnte ihn kritisieren dafür, hat gesagt, Mensch, Moment mal, die Menschen verhalten sich, als würden sie trotzdem ihre zukünftigen Generationen abdiskontieren. Und ob das gerecht ist oder nicht, ist eine offene Frage. Und da teilen sich die Meinungen von Ökonomen, weil es eine normative, nicht eine positive Bewertung. Aber zum Beispiel dieses Bild wird Sie interessieren. Das ist von Nordhaus. Und das ist die globale Erderwärmung. Sie sehen ja, dass das Gestrichelte tritt erstmal 1970 ein. Das heißt, er hat dieses Paper in den 70er Jahren geschrieben. Und wir sind direkt auf diese Kurve, 40 Jahre später. Wir sind vielleicht bei einem Grad. Und das Paper wurde 1977 in der American Economic Review veröffentlicht. Das muss man wirklich durch den Kopf gehen lassen. Und er hat es damals geschrieben und wir sind jetzt hier fast bei 2020, nicht? Und möglicherweise ist diese Prognose ein bisschen unten drunter, aber ich würde sagen, er ist right on target. Und das ist wirklich für mich beeindruckend, dass ich das vor 2-3 Wochen gelesen habe. Ich dachte, Mensch, was tun wir Ökonomen, wenn wir das nicht mal jetzt ein bisschen lauter propagieren? Aber dazu wird Matthias sicherlich was zu sagen haben. Jetzt möchte ich ein bisschen über Paul Romer erzählen. Also den habe ich erlebt als Graduate Student. Er kam nach Cambridge, Massachusetts, hat einen Vortrag gehalten als Job Market Candidate. Der hat kein Jobangebot von Harvard bekommen, aber das war ihr Fehler. Seine Beiträge, diese zwei Beiträge, die zwei Drittel seiner ganzen Zitate erwähnt werden, die haben mit einer hochexplosive Mathematik zu tun haben, zunächst einmal. Es geht um die Endogenisierung von diesen Wachstumsmotoren, aber auch nicht nur der Mathematik wegen, sondern weil er selber gesehen hat, dass einige Dinge, die diesen technischen Fortschritt charakterisieren, das sind Ideen. Ideen sind frei. Wenn ich eine Idee habe und im Moment, wo ich das weitererzähle, ist es für jeden zugänglich. Und das hat genau die Eigenschaft eines technologischen Fortschritts der Art, die man vor Roma studiert hat und immer gerätselt hat. Nicht? Also das ist, und diese Einbeziehung ist teilweise sehr technisch. Also er hat ein Paper in Econometrica geschrieben, wo er tatsächlich die ganzen Probleme eines explosives Wachstum. Das Problem ist ein Problem der Skalenerträge. In dem Moment, wo man Ideen umsonst verteilen kann und die Ideen verdoppeln gleich mit den Produktionsfaktoren, die wir als ausschließlich ausschließbar betrachten, hat man zunehmende Skalenerträge. Und diese Modelle haben wörtlich explosive Eigenschaften. Und wir beobachten keine Explosionen. Wir beobachten eigentlich eine ziemlich stetige Wirtschaftsentwicklung seit 1850. Und er hat versucht, einfach zu erklären, dass die Erfindung und das Erfinderische auch eine Aktivität ist oder sei, wo die Menschen auch was davon profitieren wollen. Das heißt, man hat eine Erfindung, man will es natürlich erstmal verkaufen. Aber wie mache ich das? Wie kann ich meine Erfindung, in dem Moment, wo ich sage, was mein Algorithmus ist, dann werden alle das abschreiben. Das heißt, wir haben Patente, wir haben Institutionen, wir haben Copyright. In Deutschland gibt es Leistungsschutzrecht. Man versucht, das Gedruckte irgendwie zu schützen, eine Zeit lang, damit man das überhaupt tut. Nicht? Und er hat festgestellt, dass Länder, wo ein bisschen mehr Law and Order, also Rechtsordnung herrscht, haben bessere Chancen, von der Zeit lang diese Erfinderische zu schützen, damit überhaupt dazu kommt. Also es gibt zum Beispiel Ideen wie
das Theorem von Pythagoras. Das ist sein Lieblingsbeispiel. Wenn Sie auf seine Webseite gucken, dann hat er so einen Film, einen sehr schönen YouTube-Film dazu, einen TED-Talk, und er hat erzählt, wie dieses Theorem tatsächlich unglaublich viel ermöglicht hat. Und Pythagoras hat gar nichts dafür bekommen. Ja? Aber es gibt ähnliche Dinge in der letzten Zeit, nicht? Also dieses iPhone zum Beispiel, also kleine Innovationen. Man hat den Eindruck, dass wenn man es ein bisschen mehr schützt, dann wird ein bisschen mehr Aktivität. Man muss Monopolrechte an diejenigen, die das erfinden, eine Zeit lang. Und deshalb gibt es Patente. Es gibt auch in einigen Ländern gar keine Patente. Es gibt kein Patentrecht. Und man kann sich vorstellen, wo die Menschen, die erfinderisch sind, hingehen. Oder es gibt auch andere Länder, wo Eigentumsrechte gar nicht respektiert werden. Wenn ich eine gute Idee habe, würde ich nicht da unterwegs sein, ich werde mal woanders hinwandern. Und das heißt, er hat gezeigt, dass Marktgleichgewichte unterlegen sind. Und das ist natürlich für einen Ökonom sehr schwer. Also alle vermuten, wir sind alle verheimlichte FDP-Anhänger, aber letztendlich, wir haben eine, es ist fast wie die Religion, wir glauben an den Markt zu viel. Und Rome hat, der kommt aus Chicago, der hat eindeutig gezeigt, er hat wahrscheinlich mit Lukas gezankt darüber, es gibt eindeutige Nachteile von Marktgleichgewichten. Nicht nur in Sache Umwelt, aber auch in Sache Innovation. Okay? Das Faszinierende an Paul Roman, nach diesen zwei Bomben erfolgreichen Papieren hat er einen Ausstieg gemacht. Der hat eine Firma gegründet. Der hat eine Online-Learning-Firma gegründet und verkauft und wahrscheinlich so ein bisschen Geld verdient. Dann hat er sich für Unternehmertum interessiert, nicht nur sein eigenes privates, sondern auch für Charter Cities. Also die Idee, dass man das Problem mit Städten wie Berlin zum Beispiel, es gibt zu viel altes Gepäck. Es gibt Tegel, es gibt schlechte Politiker, es gibt Parteien, die nicht reagieren, es gibt festgefahrene Strukturen. Und Paul Roma hatte die Idee, Mensch, wir gehen nach Honduras und wir gründen eine neue Stadt. Ne? Also, und der beste Beweis dafür, dass es klappt, ist, man schaut nach Hongkong. Hongkong ist auch so eine Gründung, die unglaublich erfolgreich ist, weil man bestimmte Rechte geschützt hat. Und die Chinesen sind sehr froh, dass es Hongkong gibt. Hongkong ist wirklich weit entfernt von dem Restlichen, obwohl China aufschließt. Dann ist er Chefökonom bei der Weltbank geworden. Das war sehr ungünstig für ihn, weil er den Hang hat, das Englische von anderen zu korrigieren. Und nach zwei Jahren hat sich getrennt von der Weltbank, wahrscheinlich weil er zu viele Leute verärgert hat. Also zum Beispiel hat er immer die Anzahl von die, also man darf das Wort die nicht so häufig benutzen, man darf nicht zu viele Kommata verwenden und so weiter. Das heißt, er ist dann so ein bisschen Micromanagement und er hat dafür etwas Ärger bekommen. Und dann hat er gewechselt zu Stern School of Business in New York, NYU. Es ist keine schlechte Karriere. Und dann ein Nobelpreis. Also ich habe eine große Bewunderung für ihn. Vor allen Dingen hat er sich angelegt mit meinen Kollegen, die ich auch respektiere, dass wir zu mathematisch geworden sind. Und das ist ein bisschen ironisch, weil seine ersten erfolgreichen Veröffentlichungen waren sehr mathematisch. Und trotzdem hat er vielleicht die zweite Einsicht oder Eingebung, dass tatsächlich wir übertreiben das zum Ausschluss von intellektueller Diskussion. Man stellt die Annahmen nicht mehr in Frage, man legt einfach mit dem Beweis los. Und ja, sehen Sie, es ist wie ein Kunstwerk und man kann es bewundern, aber was bedeutet das? Und was hat das für einen gesellschaftlichen Nutzen? Und indem er das kritisiert hat, hat er natürlich eine Welle von Kritik, Gegenkritik bekommen, aber die meisten von uns stimmen ihm zu. Wir müssen uns ein bisschen ausbremsen. Es muss nicht sein. Wir müssen immer fragen, was ist der Nutzen der Mathematik? Man hat das als Mathiness. Und wenn Sie überhaupt was lesen wollen, lesen Sie mal diesen Beitrag, 2015 American Economic Review. Und er geht wirklich darauf ein, wie man die Mathematik benutzt oder missbraucht, um die Diskussion in bestimmte Richtungen zu steuern. Nicht? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen in dem Preisrezept drin. Sein wissenschaftlicher Beitrag ist aber sehr spezifisch. Es geht darum, wie modelliert man die Gesamtfaktorproduktivität. Das ist sozusagen gleicher Einsatz von Arbeitskräften, gleicher Einsatz von Sachkapital
es kommt immer mehr raus. Selbst wenn man kontrolliert für die Kosten der Umwelt, kommt immer mehr raus. Ja? Und das bezeichnen wir als Gesamtfaktor Produktivität. Und das ist letztendlich ein ganz großer treibender Faktor im Wachstum quer durch die Welt. In Ländern, wo TFP-Growth zurückgeht, also Gesamtfaktorproduktivität zurückfällt, sind das Failed States, Bürgerkriege, Revolution oder auch Spaltung, gesellschaftliche Spaltung, Nichtkooperation, Verfall der Rechtsordnung und so weiter. Aber auch Infrastruktur. Es gibt viele Dinge. Paul Romer hat gesagt, Mensch, das ist alles richtig, aber eigentlich müsste es eigentlich mit Ideen zu tun haben. Und Ideen bilden, also gründen auf Bildung. Man muss gebildet sein wie Sie, um überhaupt zu verstehen, was ich rede hier. Und je besser Ihre Bildung, desto mehr Sie selber Innovationen hervorbringen können. Okay? Das heißt also, die Ursache von Fortschritt ist die Bildung. Die Bildung fußt auf existierenden Entdeckungen und das Weiterspinnen von Ideen, genau wie wir in der VWL machen und in der BWL. Und diese Innovation hat positive Externalitäten. Und da komme ich zu dem gemeinsamen Faktor mit Nordhaus. Weil diese Innovationen sind auch Externalitäten, die sind positive Externalitäten. Wenn ich irgendwie eine gute Idee habe, dann kann ich meine Kollegen inspirieren, auch ein Papier darüber zu schreiben, umgekehrt, und dann sind wir alle gemeinsam besser. Deshalb habe ich immer dafür plädiert, dass die HU und die FU fusioniert werden. Nicht? Aber man darf das nicht sagen, ich kriege immer Prügel, aber letztendlich würden wir mehr Kontakte zu gleichaltrigen, gebildeten Kollegen haben, wir könnten vielleicht bessere Ideen bekommen, bessere Seminare anbieten, mehr Vielfalt. All diese Dinge gehören dazu. Und diese Differenzen kumulieren. Der beste Beweis dafür ist Honduras verglichen mit Korea. Südkorea. Und man sieht, diese Länder hatten 1960 gleiche BIP pro Kopf. Und jetzt ist Südkorea ein führendes Industrieland, und Honduras dümpelt vor sich hin und lehnt ab, Romers Idee zu verwirklichen. Das ist echt ein Trauerspiel. Ja. Also ist es wahrscheinlich, dass gesellschaftliche Vorteile dieser Grundlagenforschung verursachen Vorteile, die viel, viel höher liegen als die privaten Kosten. Das heißt, es wird unterproduziert. Deshalb benennen wir positive Externalitäten. Deshalb sollen Volkswirtschaften diese Aktivitäten fördern. Wir sollen Universitäten noch ausbauen. Wir sollen nicht nur fusionieren, wir sollen unsere Fakultäten ausbauen. Wir sollen bessere Forschungsinstitute gründen. Wir sollen auch den Menschen eine gewisse Möglichkeit, zeitlich begrenzt von ihren Entdeckungen zu profitieren. Und das ist die sogenannte Ökonomie der Ideen. Und gemeinsam haben beide Preisträger diese Idee, dass kein Mensch und keine Nation eine Insel ist. Wir wirken aufeinander ein. Und das meiste wird nicht vermarktet und nicht gehandelt. Und das ist das Problem heutzutage zwischen den Ländern, Katowice oder in unserem menschlichen Umgang oder Wachstum quer durch die Welt. Die einzelnen Akteure handeln und haben Auswirkungen von anderen. Wir bedingen die Handlungsstrategien von anderen. Es geht um Spillover, Externalitäten. Und wenn das unkoordiniert ist, kann es durchaus zu verbesserungsfähigen Ergebnissen kommen. Vor allen Dingen, wenn Märkte fehlen für diese Rechte. Ja, es ist auch schwierig vorzustellen, der eine raucht und der andere sagt, Sie stören mich, ich zahle Ihnen 50 Euro, wenn Sie weggehen. So denken viele Ökonomen. Man muss einfach die Rechte klar machen, dann kann man das mit Märkten lösen. Das ist völliger Quatsch. Ja? Also letztendlich sind es Transaktionen, die man nicht über den Markt, sondern auf andere Art und Weise. Man bittet, kannst du Zigarette ausmachen und dann kriegt man auf die Fresse. Das ist natürlich auch ein Problem. Nordhaus hat dieses Problem auf die Umweltökonomik angewandt und Romer hat das bei der Wachstumstheorie eingesetzt. Das sind verschiedene Arten von Externalitäten und das ist meine Idee. Externalitäten sind allgegenwärtig. Meine erste Vorlesung in Ökonomie in Harvard
ging es um die Beiträge aus den 50er Jahren von James Mead. Hier ist ein super Beispiel. China verpestet die Luft. Die Luft bewegt sich über Korea und Japan. Und das passiert jeden Tag. Und China ist einer der größten Umweltsünder der Welt. Nicht nur wegen Bitcoin. Nicht? Das hört da nicht auf. Wir haben auch dieses Problem. Das ist kein, ich dachte, Mensch, das ist irgend so eine alarmistische Darstellung. Das ist wirklich ein Problem. Wenn man sich die Bilder anguckt, wie viel nicht abbaubare Plastik in die Ozeane von uns, von Europa, das wird einfach mal gekippt. Nicht nur alles von Südostasien. Es wird tatsächlich, es ist ein Markt dafür. Das ist unerträglich. Spillover können auch positiv sein. James Mead hat gesagt, denken Sie an die Bienen. Die Bienen. Die haben natürlich ihre Sache. Es gibt Imker, die Bienen züchten und Honig ernten und so weiter. Diese Bienen fliegen woanders hin. Die fliegen in die Apfelplantagen und da gibt es plötzlich Äpfel. Das sind Externalitäten. Wenn die Bienen aussterben, haben wir echte Probleme. Aber auch, man sollte eigentlich die Imker dazu anreizen, von den Äpfelbauern Geld zu fordern. Die sollen quasi dafür bezahlt werden. Aber wer besitzt die Bienen? Sind Bienen besitzbar? Where are the property rights? Okay? Also das alles von James Mead vor 57 Jahren. Diese Externalitäten sind allgegenwärtig. Ich brauche nicht. Das ist das Gemeinsame bei diesem Nobelpreis. Und ich werde gleich aufhören. Maßnahmen der gezielten Koordinierung sind wichtig, aber wie macht man das? Wie operationalisiert man das? Ja, und das beste Beispiel ist die Idee einer Steuer auf CO2 oder Emissionsrechte. Also wenn man wirklich die Anzahl der Emissionsrechte eng begrenzt, wirkt das im Markt wie eine Steuer. Man kann, wenn man clever ist, kann man Hybridmodelle entwickeln. Externalitäten sind überall und das ist eine Möglichkeit, diese Externalitäten zu internalisieren. Ich weiß, dass viele Umweltfreunde dagegen sind, aber die Ökonomen wissen, dass solche dezentrale Maßnahmen, wenn sie wirklich rigoros durchgesetzt werden, große Vorteile haben. Dann gibt es das andere Problem, muss ich mal kurz dazu ausführen. Ich habe schon gesagt, Südkorea, Wahnsinn. Ich war vor 2 Jahren da, ich war sehr beeindruckt, vor allem, weil ich wusste, wie es in den 70er Jahren ausgesehen hat, ist es was passiert. Und wir sehen jetzt mit China beide Dinge gleichzeitig. China ist eine Quelle von Innovationen, eine Quelle von umgesetzten neuen Prozessideen und Techniken, und gleichzeitig ein Wachstumsmotor für die ganze Welt, für die USA, für Europa, für Deutschland. Und gleichzeitig ist es ein Umweltschmutzer. Und das sind 1,4 Milliarden Menschen. Paul Romer hat gesagt, diese Umwelt und auch die wirtschaftlichen Aktivitäten, diese Umweltzerstörung findet nicht überall gleich statt. Das ist ein berühmtes Satellitenbild, wo man sieht ganz genau, wo die Aktivitäten sind. Und das sind auch natürlich die Umweltverschmutzer letztendlich. Man kann es genauso nachvollziehen. Und dann gibt es andere, und Paul Romer hat es anders warum gibt es eigentlich diese schwarzen Punkte? Warum gibt es keine wirtschaftlichen Aktivitäten in Afrika? Es gibt schöne Ecken von Afrika, die nicht gefährlich sind und nicht krankheitsverseucht sind. Hier vielleicht nicht so, man hat Dschungel, hier hat man Wüste, klar, aber trotzdem, hier ist ein gutes Beispiel, die koreanische Halbinsel. Nicht? Warum gibt es diesen großen Unterschied? Daher weiß man, dass Nordkorea eigentlich ein BIP pro Kopf hat, das durchaus unter dem Niveau hat. Paul Romer hat gesagt, es hat damit zu tun, dass die Rechte, die zu dieser Wirtschaft der Ideen führt, zu sehr hierauf basiert. Nicht? Also es gibt zwei Möglichkeiten, man kann Güter ausschließen und es gibt Güter, die man nicht ausschließen kann. Und es gibt, ausschließbar, nicht ausschließbar. Und dann gibt es Güter, wo ich, wenn ich mal dieses Gut verzehre, genieße, können andere das nicht tun.
Nicht? Also es ist Rivalrousness und Excludability. Und die meisten vermarkteten marktwirtschaftliche Güter sind in diesem Feld. Aber es gibt andere Güter. Und Nordhaus hat das schon damals vor 40, 50 Jahren erkannt. Es ist kurz nach der Abgabe seiner Doktorarbeit hat er geschrieben, diese Erfindung ist ein öffentliches Gut. Also im Prinzip hat er Römer schon antizipiert. Und er hat auch geschrieben, das hat mich fasziniert, kompetitive Märkte, Quatsch. Nicht, weil wenn ich weiß, dass meine Idee gestohlen wird, sobald ich die habe, hat es keinen Sinn, mich anzustrengen. Also diese anderen Aspekte sind die, wo Römer angesetzt hat, vor allen Dingen hier. Nicht, also die Entwicklung von Ideen bedürfen einen gewissen Schutz und es gibt andere Güter, die auch, zum Beispiel saubere Luft ist auch so eine im Prinzip. Römer hat geschrieben, Wachstum in seinem Modell, wofür er so viele Zitate bekommen hat, durch technologischen Wandel, das herkommt, daherkommt, dass vorsätzliche Investitionsentscheidungen getroffen werden von Agenten, die Gewinn maximieren wollen. Also, das heißt, es ist nicht rival und vielleicht teilweise durch Patente Institutionen ausschließbar. Und das führt zu dieser Nicht-Konvexität. Und in dem Abstrakt von seinem Papier sagt er, monopolistischer Wettbewerb ist ein Preis, den man zahlen muss. Es wird eine Verzerrung am Markt geben, eine Zeit lang. Jemand hat ein neues Medikament erfunden. Man muss quasi die Erfinder ein bisschen belohnen, ansonsten gibt es die Erfindung nicht. Aber nicht zu lange, weil wir natürlich davon leben wollen. Insofern möchte ich schließen mit folgenden Ideen. Also ich glaube, dieses Komitee bestreitet das natürlich, aber es ist ein politisches Zeichen, das gesetzt werden sollte. Okay? Wirtschaftswachstum, jetzt ist es ein Zugeständnis von fast allen vernünftigen Volkswirten, dass Wirtschaftswachstum alleine kein Ziel sein kann. Nicht? Also es ist wahr. Und wir genießen einen gewissen Lebensstandard. Aber sagen Sie das mal jemand aus Afrika, der gerne hierher kommen möchte. Und diese Kosten sind wichtig anzuerkennen, zu benennen und zu besteuern. Wir brauchen eine Plastiksteuer zum Beispiel. Wir brauchen eine Kohlendioxidsteuer. Wenn wir das nicht tun, werden wir zu wenig darauf achten und wir werden zu wenig Innovation, das ist die andere Seite, die Erkennung, dass man gute Universitäten braucht, um vorne zu sein, das ist nicht für mich selber zu plädieren. Also ich plädiere gerne für mehr Geld für die Humboldt-Universität, aber wir brauchen vielleicht eine ganz neue Universität, nicht im Sinne von Römer. Vielleicht sollen wir einfach Straßburg zumachen, das Europäische Parlament zumachen. Die brauchen nur einen Standort. Und dann könnte man ein European Institute of Technology dahin bauen. Und ich weiß nicht, wer da in Straßburg war. Das ist ein sehr schöner Platz. Es wäre eine super Uni. Nagelneue Gründung. Bitte erzählen Sie es weiter. Die Ökonomie bietet Lösungswege, weil wir darüber nachdenken können. Matthias wird vielleicht vertiefen. Anreize, ja. Belastungen sollen besteuert werden und also externe Vorteile sollen subventioniert werden, damit wir alle in den Genuss von diesen Vorteilen kommen können. Dafür brauchen wir tatsächlich Kooperation und nicht nur individuelle Kooperation, aber auch durch die Länder. Und hier ist das letzte Zitat von Nordhaus aus dem Jahr 77. The central question for economists, climatologists and other scientists, how costly are the projected changes, the climate likely to be, and to what level should we aspire? To what level of control should we aspire? How can we reasonably hope to negotiate an international control strategy among the several nations with widely divergent interests? 40 years later, it couldn't be more true than it is today. Hier sind ein paar Veröffentlichungen von denen mit Zitatfrequenz. Manche sind erstaunlich wenig zitiert, gerade Römer, dieser Cake-Eating mathematische Beitrag, aber trotzdem habe ich das aufgelistet. Wer will, kann das umsonst von mir bekommen. Ich nehme kein Geld dafür. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt hören wir von Matthias.
Ja, vielen Dank, Michael, für den sehr inspirierenden Vortrag. Mein Hintergrund ist Umweltökonomie, Klimaökonomie. Ich arbeite vor allem zu den Wachstumsfragen, die mit der Klimapolitik und mit dem Klimawandel einhergehen. Und deswegen möchte ich ein bisschen was zu Nordhaus vor allem vor diesem Hintergrund sprechen. Ja, Michael hat schon gesagt, der CO2-Preis, die CO2-Steuer, die Nordhaus bereits im Jahr 1977 ins Spiel gebracht hat, als einsamer Mahner in der Wüste. Vor ein paar Wochen hat Umweltministerin Svenja Schulze gesagt, wir sollten über einen CO2-Preis nachdenken, das wäre ein sinnvolles Politikinstrument. Das hat 40 Jahre gedauert, aber mittlerweile kommt Bewegung in die Debatte, auch in die deutsche Umweltpolitik. Ja, als Nordhaus damals 1977 angefangen hat, sich mit dem Problem zu beschäftigen, hat er sich überlegt, wie kann man die globalen CO2-Emissionen reduzieren, und er hat eben diese CO2-Steuer ausgerechnet. Da sind aber zwei Probleme aufgetaucht. Das erste ist, naja, man kann jetzt eine CO2-Steuer ausrechnen, um ein bestimmtes Temperaturziel zu erreichen, wie das 3-Grad-Ziel, das hat er sich damals vorgenommen. Aber die Frage ist, ist denn 3 Grad Erwärmung überhaupt die richtige Erwärmung? Müssen wir nicht ambitionierter sein oder sollten wir nicht mehr Erwärmung bekommen? Also die Frage, was ist denn das eigentlich richtige Klimaziel, das wir verfolgen sollten? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir einfach nur eine Steuer einführen, eine CO2-Steuer, die die Emissionen senkt, die den Verbrauch von fossilen Energieträgern senkt, bedeutet das natürlich Kosten. Und da ist der Zielkonflikt vorprogrammiert. Umweltschutz verringert das Wirtschaftswachstum. Und deswegen hat er dann in den 90er Jahren angefangen zu untersuchen, inwieweit auch der Klimawandel selber wirtschaftliche Schäden hervorruft. Und das waren die Grundlagen für das spätere DICE-Modell, das makroökonomische Modell, in dem eben Klimawandel integriert ist. Und die Grundidee ist dort, nicht nur Klimaschutz ist teuer, auch der Klimawandel ist teuer, weil der Klimawandel bedeutet, dass wir Schäden haben, die landwirtschaftlichen Erträge, die sinken, die Sterblichkeit nimmt womöglich zu, wir müssen stärker in den Küstenschutz investieren, die Arbeitsproduktivität sinkt womöglich durch Krankheiten, durch eine geringere Lebenserwartung. Und all diese Sachen müsste man eigentlich quantifizieren und abschätzen, um das richtig zu verstehen, um auch die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels zu verstehen. Und das war eigentlich sein Verdienst in seinem Modell, dem DICE-Modell, dass er eben nicht nur gesehen hat, Klimaschutz kostet etwas, sondern Klimaschutz bringt auch etwas. Allerdings ist es so, dass es sehr schwierig ist, diese Schäden zu quantifizieren. Und als er damit angefangen hat in den 90er Jahren, gab es kaum Untersuchungen dazu, was der Klimawandel bedeuten wird. Und er hat angefangen, auf die Sektoren zu schauen, die am stärksten betroffen sind. Das ist die Landwirtschaft. Und er hat das für die USA vor allem gemacht und geschaut, weil dort eben die Datenlage am besten war. Hat geschaut, was sind mögliche Ernteverluste in der Landwirtschaft, was sind andere Sektoren, die Forstwirtschaft, der Küstenschutz und der Tourismus. Und er hat damit abgeschätzt, dass bei einer 3 Grad Erwärmung etwa 0,25% des Bruttoinlandsprodukts der USA das ungefähr kosten wird. Also eine eigentlich sehr geringe Zahl für 3 Grad Erwärmung. Dann hat er gesagt, ja, das ist alles sehr unvollständig. Es gibt die Nichtmarktschäden, womöglich eben Sterblichkeit, geringere Lebenserwartung, sehr schwierig zu quantifizieren. Sagen wir mal, das ist vielleicht dann insgesamt 1% vom Bruttoinlandsprodukt. Weil eben die Quantifizierung nicht da war, hatte das einfach so grob geschätzt. Und dann gesagt, naja, bei Entwicklungsländern ist die ökonomische Struktur natürlich eine andere. Landwirtschaft spielt dort eine sehr viel stärkere Rolle. Deswegen müssen wir dort von höheren Schäden ausgehen. Vielleicht sind es 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Und mit diesen Schätzungen fing er an, zu schauen, was ist denn ein optimales Klimaschutzziel, was ist die optimale Erwärmung. Und was dort rauskam, war, dass wir moderate Klimaziele verfolgen sollten, etwa um die 3 Grad Erwärmung. Das ist eigentlich die Größenordnung, die von seinen Modellen ausgeht. Und es gab immer eine große Diskussion darum, ob diese Modelle angemessen sind, ob die Schäden, die dort quantifiziert werden, ob die ausreichend bemessen sind, ob die nicht viel höher sein sollten. Wie geht man mit großen Risiken um, mit Katastrophen, mit Sachen, die wir gar nicht wissen? Wie können wir das eigentlich in diese Modelle einpreisen? Wie können wir den Verlust von Menschenleben in diese Modelle einpreisen? Das sind die schwierigen Fragen, vor denen er aber auch nicht zurückgeschreckt hat. Er hat versucht, es nach bestem Wissen und Gewissen eben zu berücksichtigen, soweit es ihm möglich war.
Eine wichtige Erkenntnis eigentlich aus seinem Modell, Klimawandel und die Klimaschäden in ein makroökonomisches Modell einzubauen, ist, dass es gar keinen Interessenskonflikt zwischen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum gibt. Denn Klimaschutz auf der einen Seite klar, wir können weniger billige fossile Energie verwenden, verringert das Wirtschaftswachstum kurzfristig. Andererseits schafft Klimaschutz eben die langfristigen Wohlstandsgrundlagen, weil wir eben nicht die Natur zerstören, was eben zu langfristigen Wirtschafts- oder Verlusten der Wirtschaftsleistung führen würde. Und in dem Sinne ist Klimaschutz eigentlich, steht nicht in einem Zielkonflikt zu Wirtschaftswachstum, sondern es kommt auf die intertemporale Perspektive an. Klimaschutzkosten, die treten in der Gegenwart auf, während der Nutzen der Klimapolitik, die vermiedenen Schäden, erst in weiter Zukunft auftreten. Womöglich erst werden das die zukünftigen Generationen richtig zu spüren bekommen. Und das ist das nächste Grundproblem, das in diesen Modellen steckt und in der Klimaökonomie heiß diskutiert wurde. Wie können wir denn die kurzfristigen Kosten, die mit dem Klimaschutz verbunden sind, mit den langfristigen vermiedenen Schäden in Verbindung setzen? Wie können wir denn Aussagen darüber treffen, über monetäre Größen, die über Jahrhunderte verteilt werden? Und das ist die Frage der Diskontierung. Welche Diskontrate setzen wir an? Und da gab es in den letzten Jahren, vor allem mit der Veröffentlichung des Stern Reports, einen erbitterten Streit zwischen zwei Lagern, nämlich das Lager, das gesagt hat, prinzipiell müssen wir dort einen normativen Ansatz wählen. Das geht hier um gesellschaftliche Fragen. Die Frage, wie behandeln wir zukünftige Generationen und heutige Generationen? Und eigentlich gibt es keinen vernünftigen Grund, zukünftige Generationen schlechter zu stellen und diese abzudiskontieren oder deren Nutzen, deren Wohlfahrt abzudiskontieren. Und demgegenüber war eigentlich die Position von Nordhaus: So leicht können wir uns Ökonomen das nicht machen. Wir müssen respektieren eigentlich, wie sich Menschen verhalten, und wir müssen auf das Verhalten der Menschen schauen. Und wenn wir uns das Verhalten der Menschen anschauen, dann sehen wir, dass sie diskontieren. Sie möchten Zinsen für ihr Geld haben, wenn sie das investieren oder sparen oder anlegen. Sie sind eben nicht sehr geduldig, sondern sie sind ungeduldig. Und das muss eben auch in so einem Modell drinstecken, weil sonst kann dieses Modell nicht die Realität gut widerspiegeln. Und da gab es einen erbitterten Streit, und die Weile des Kontrates ist extrem wichtig, weil das hat diese Debatte zutage geführt, und das war eigentlich auch der Nutzen der Debatte, das transparent zu machen. Und mittlerweile ist es eben so, dass diese Modelle sagen, es gibt mehrere Sichtweisen darauf. Man kann nicht, letztendlich kann man das nicht beantworten, man kann nicht wissenschaftlich sagen, was die richtige Diskontrate ist. Deswegen rechnen wir jetzt immer mit mehreren Diskontraten und sagen, wir haben die 0% oder nahe 0%, wir haben eine 2%, 4%, 5% Diskontrate und schauen uns an, was bedeutet das für die Klimapolitik, für die Klimaziele. Ja, vielleicht noch zum Schluss, das Modell von Nordhaus, das DICE-Modell, ist der Standard geworden in der Klimaökonomie. Aus dem einfachen Grund, weil es ein transparentes Modell ist, ein öffentliches Gut. Der hat es auf seine Homepage gestellt, man konnte es runterladen, man konnte es in Excel teilweise selber laufen lassen, und das hat natürlich einen großen Mehrwert. Alle können damit rumexperimentieren, man kann es selber ausrechnen, man kann das nutzen für Politikanalysen, man kann mit der Schadensfunktion spielen, Änderungen vornehmen, man kann schauen, ja, wie sensitiv reagiert das überhaupt. Das heißt, es war eine sehr transparente Herangehensweise, und das hat dazu geführt, dass dieses Modell eigentlich der Standard geworden ist und dass sich alle möglichen anderen Ökonomen auch an diesem Modell abgearbeitet haben. Es gab viel Kritik, aber man hat immer gesagt, wir müssen dieses Modell ändern, verbessern, erweitern, und deswegen ist es immer noch der Standard. Und nicht zuletzt ist dieses Modell eben auch von der US-Regierung verwendet worden, unter Obama schon, aber auch unter Donald Trump, weil die US-Regierung und die Umweltbehörde eine Kosten-Nutzen-Analyse für Klimapolitikmaßnahmen durchführen muss. Es gab ja ein Gerichtsurteil in den USA, dass Klimawandel schädlich für die Gesellschaft ist und die Gesundheit. Das heißt, das Umweltministerium ist verpflichtet, etwas dagegen zu unternehmen, muss aber bei den Maßnahmen immer abwägen, was sind die Kosten, was ist der Nutzen. Und der Nutzen ist in dem Fall eben die vermiedenen Schäden durch den Klimawandel, die vermiedenen gesundheitlichen Konsequenzen. Und für diese Kosten-Nutzen-Analyse wird eben das DICE-Modell vor allem verwendet. Es gibt noch zwei andere Modelle, die eben später entstanden sind, aber eben das DICE-Modell ist eins der drei Modelle, die immer noch verwendet wird. Und auch dort verwendet die IPA immer mehrere Diskontraten.
bis Donald Trump kam, der dann gesagt hat, wir müssen eine ganz hohe Diskontrate nehmen, um die Klimaschäden halt klein zu rechnen. Ja, vielleicht lasse ich es dabei und freue mich auf die Diskussion und die Fragen. Vielen Dank. So, hiermit setzen wir eine Tradition fort. Also wir machen das seit Jahren, auch mit diesem Couch. Das hat Frau Wöss gespendet, ich glaube sogar gekauft. Und die Idee ist, zumeist von Ihnen reden zu lassen, aber wir wollten vielleicht ein paar Dinge hier andiskutieren. In der Vergangenheit hatten wir auch eine Moderatorin. Diesmal verzichten wir darauf. Der Dekan war beschäftigt, hat eine Vorlesung gehalten. Aber ich möchte einfach mal diese Frage der Diskontierung ist sehr wichtig. Also insofern, ich meine, es geht um das Unendliche. Wenn wir die Umwelt verderben, wird sie lange Zeit verdorben sein. Und das abzuzinsen auf die Gegenwart, auch im Namen von den Generationen, die noch nicht geboren sind, ist es schon eine heikle Sache. Ja, aber Ramsey hat das 28 erkannt, 27 schon gesehen, und wir haben das Problem immer noch nicht im Griff. Und was ist deine persönliche Meinung dazu? Also meine persönliche Meinung ist, man sollte den Nutzen zukünftiger Generationen nicht abdiskontieren, weil das einfach dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. Wir sollten alle Menschen und auch alle zukünftigen Generationen und gleich behandeln, auch in diesen Modellen. Ein Problem, was trotzdem reinkommt in die Diskontierung, das wissen wir aus der Euler-Gleichung, das ist ja nicht nur die Zeitpräferenzrate, sondern es ist eben auch intertemporale Substitutionselastizität, also die Krümmung der Nutzenfunktion. Und sobald man Wirtschaftswachstum hat, handelt man sich in ein anderes Problem rein. Zukünftigen Generationen geht es nämlich durch Wirtschaftswachstum immer besser. Das heißt, aus dieser Sicht heißt es eigentlich, dass wir, die heutige Generation, die Generation ist, der es am schlechtesten geht. Selbst wenn wir große Schäden haben, selbst wenn der Klimawandel 10, 20, 30% unserer Wirtschaftsleistung wegfrisst, wenn wir 1, 2% Wachstum pro Jahr haben, wachsen wir da wieder raus. Und die zukünftigen Generationen geht es trotzdem besser. Also diese Diskontierungsfrage ist eine ganz fundamentale Frage, vor allem im Zusammenspiel mit dem Wirtschaftswachstum. Ja, das ist natürlich die Antwort, die Ramsey gegeben hat auf diese Frage. Und was sagt man dazu, wenn, also bei positivem Wachstum, ich versuche einfach mit den Advocatus Diaboli zu spielen, also wenn man Wachstum hat, tatsächlich wird man mehr Ressourcen in der Zukunft haben, um quasi diese Probleme zu bekämpfen. Das sagen sehr viele Leute, also Coping, wie heißt es? Adaptation Costs. Es klingt furchtbar, das heißt eigentlich, wir müssen Miami abschreiben. Nicht? Also Miami wird überschwemmt, Fiji wird verschwinden, Mauritius, all diese schönen Inseln werden verschwinden und einfach in Kauf nehmen, weil wir alle so produktiv und super produktiv sind, wir können es einfach wegstecken. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube nicht, dass wir das einfach wegstecken können. Die Frage ist eigentlich dann wieder eine der Substituierbarkeit. Wie gut können wir durch unseren Kapital, durch unsere Innovationen die Umwelt und die gesunkene Umweltqualität substituieren? Was machen wir, wenn es eben kaum noch lebenswerte Gegenden gibt? Bauen wir dann unsere eigenen Glashäuser, in der wir leben, unser eigenes Universum? Das ist sicher möglich, aber ist es immer noch ein hochqualitatives Leben? Das ist die eine Frage. Das andere ist die Frage des gesellschaftlichen Kollapses. Und was passiert, wenn wir negative Wachstumsraten bekommen, weil Gesellschaften zusammenbrechen? Wir wissen, dass in der Geschichte der Menschheit gab es ja Gesellschaften, die zusammengebrochen sind. Die Osterinseln werden da mal als Beispiel genannt. Also Negativwachstum ist auch möglich. Und dann kehrt sich der Spieß nämlich um. Also mit negativem Wachstum haben wir eine dauerhafte Schlechterstellung bis in alle Ewigkeit. Und wenn der Klimawandel dieses Risiko erhöht, sollte man eigentlich alles daran setzen, den Klimawandel so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Ja, das ist sehr schön gesagt, wenn man vor Augen führt, dass China eigentlich das fortgeschrittenste Land der Welt bis
in das 14. Jahrhundert. Und dann ist es einfach stehen geblieben, sogar zurückgefallen. Und wenn man diese Entscheidung in China im Jahr 1150 getroffen hätte, einfach alles in Kauf zu nehmen, dann hätte man natürlich sehr schlecht gespielt. Also das Risiko und die Risikoaversion müssen auch eine Rolle spielen. Ich glaube, ich würde gerne aufhören, weil ich meine, das Publikum ist bestimmt Fragen beladen. Wenn nicht, dann gehen wir alle mal einen trinken. Und außerdem habe ich eine Doktorandin, die gerade promoviert hat und ich muss um 8 bei ihr sein, bei ihrem Abendessen. Insofern habe ich einen sehr starken Anreiz, in die Diskussion zu gehen. Dann würde ich sagen, wer möchte, und ich werde mal das Mikrofon rumreichen. Ja, mach's. Ich fände ganz interessant zu wissen, wie Sie beide denn eigentlich zu solchen Postwachstumstheorien stehen. Also das wurde ja eben schon so ein bisschen angesprochen, dass manche halt auch einfach sagen, okay, Wirtschaftswachstum kann halt nicht ewig funktionieren, wenn wir diesen endlichen Planeten haben. Genau, wie sehen Sie, also sehen Sie das irgendwie als realistische Alternative? Also die Frage ist wichtig. Und Ökonomen tun sich schwer damit, weil manchmal das einfach mal hingeworfen wird als Pauschalvorwurf oder Einwand gegen die Ökonomie insgesamt. Jetzt, wo es wirklich ins Haus steht, das Problem, dann Sie sehen immer mehr Ökonomen, die sich damit beschäftigen. Also das ist, weil, ich meine, wer hätte gedacht, dass China innerhalb von 30 Jahren so reich werden könnte und Indien genau auf den Fersen läuft. Und wenn das alles tatsächlich realisiert wird, im Jahr 2030, wenn China so reich ist wie Portugal, dann haben wir wirklich große Probleme. Insofern müssen wir uns damit beschäftigen. Ich bin aber optimistisch, dass Roma hat das übrigens bei seinem Telefonanruf gesagt, Innovationskraft der Menschen, wenn sie tatsächlich angesetzt wird, weniger energieintensiv zu arbeiten, effizienter und ja, weniger Plastik in die Ozeane und all diese Dinge, kann was daraus kommen. Aber wir müssen diese Aktivität fördern, nicht nur darüber reden. Das heißt, ich finde es auch toll, dass viele von meinen Doktoranden in meinem PhD-Kurs, die wollen Umweltökonomie als Gegenstand der makroökonomischen Untersuchung machen. Das finde ich toll. Ja? Das ist viel zu wenig davon. Da gibt es hohe Publikationswahrscheinlichkeiten. Also nur zu. Aber Frage muss wirklich korrekt formuliert werden, ne? Und auch abschätzen, inwiefern ist der Ertrag von Ressourcen in der Produktion. Wenn ich European Institute of Technology baue und sage, ihr habt den Auftrag jetzt, Batterieauto innerhalb von 5 Jahren ein klares Konzept zu entwickeln. Ja, also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tatsächlich hinbekommen? Ja, das davon wissen wir nicht. Paul Romer hat viele Spekulationen darüber aufgebaut. Und sein Modell baut sowas ein. Ich rede zu viel. Also Wachstum kommt ja durch zwei große Faktoren. Das eine ist Kapitalakkumulation, das andere ist Innovation. Und die Innovation führt ja dazu, dass wir eigentlich mit einem gegebenen Ressourceneinsatz mehr produzieren können. Und das ist ja erstmal was Tolles, weil das zeigt ja das Potenzial auf, dass wir auch mit zu einem gegebenen Konsum weniger Ressourcen brauchen. Und das ist eigentlich etwas ganz Tolles und kann helfen, eben diese Entkopplung zu schaffen. Ich denke, dass Wachstum oder Wirtschaftswachstum an sich nicht das Problem ist, sondern die Frage ist eigentlich, welche Instrumente haben wir, welche Politikmaßnahmen haben wir, um eben Externalitäten einzupreisen. Wenn wir einen hohen CO2-Preis haben, oder ein Emissionshandelssystem, wo halt die Emissionen gedeckelt werden, dann wird die Wirtschaft wahrscheinlich immer noch weiter wachsen, weil wir immer noch Innovationen haben, Produktivitätszuwächse und so weiter. Gleichzeitig werden die Emissionen sinken. Und natürlich wird das Wachstum nicht ganz so groß ausfallen wie ohne ein Emissionshandelssystem, aber wir werden weiterhin wachsen. Und deswegen glaube ich, bewusst die Wachstumsraten reduzieren zu wollen, um die Umwelt zu schützen, glaube ich, ist nicht die effektivste Maßnahme. Gerade auch, weil es eben auch viele ärmere Länder gibt, die noch wachsen wollen und das auch brauchen für viele andere Prioritäten, die halt anstehen. Ähm,
Ja, danke. Ich habe eine Frage zu der Diskontrate. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn wir nicht abdiskontieren, dann führt das irgendwie zu für mich sehr unplausiblen Ergebnissen, weil dann habe ich auf einmal das Gefühl, dass die Zukunft viel mehr wert ist als die Gegenwart, einfach weil es in der Zukunft viel mehr Menschen gibt über die Zeit hinweg als jetzt. Und zweitens können wir schlecht die Wahrscheinlichkeiten abschätzen, wie viele Menschen es zu welchem Zeitpunkt in der Zukunft geben wird. Und eigentlich müsste man ja dem niedrigere Wahrscheinlichkeiten beimessen, wenn wir weiter in die Zukunft gehen, oder? Ja, das sind beide gute Punkte. Also wörtlich, wenn der Diskontsatz gegen Null geht, ist das Problem nicht mehr definierbar. Das ist eine unendliche Summe von Netto-Nutzen, die wir ziehen aus unserer Existenz. Insofern, es gibt Wege, um dahin zu kommen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Welt endet irgendwann mal. Das ist auch nicht so ganz angenehm. Und wir haben, aber nur weil wir nicht die Wahrscheinlichkeiten nicht abschätzen können, heißt es nicht, dass wir uns nicht etwas engagieren müssen. Also wir müssen es. Also wenn wir das nicht tun, wer sonst? Also wir müssen Szenarien entwickeln. Es gibt Szenarien, aber natürlich, wir können nicht die Zukunft mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit abschätzen. Aber was Matthias gesagt hat mit Naturkatastrophen, das sind Dinge, die man tatsächlich Versicherungsunternehmen fragen kann. Wie häufig ist die Inzidenz von solchen Naturkatastrophen in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren entwickelt? Und wir wissen, dass es schlimmer geworden ist. Wir wissen es. Das heißt, man kann bloß extrapolieren und man kommt natürlich, man kriegt Albträume oder man sagt, okay, es gibt eine Minderungsstrategie oder Coping Strategy oder sonst was. Insofern, wir müssen es machen, wir haben mit Unsicherheit zu tun. Ja, vielleicht noch ein Punkt zur Ergänzung, das, was der Stern in seinem Bericht gemacht hat, ist eine sehr geringe Diskontrate zu nehmen, die der Aussterbewahrscheinlichkeit der Menschheit entspricht. Also zu sagen, der einzige Grund, warum wir zukünftige Generationen eigentlich schlechter behandeln können, ist, dass es sie vielleicht gar nicht mehr gibt. Und es gibt ja auch mittlerweile Erklärungsansätze dazu, die das eigene Verhalten, die Abdiskontierung erklären, damit, dass wir eben selber nur einen endlichen Lebenshorizont haben. Also warum sollten wir Menschen ungeduldig sein, wenn wir unendlich leben würden? Ich glaube, das könnte eine Antwort eben darauf sein. Die Frage ist halt, wie lange leben Gesellschaften, wie lange leben Individuen, und deswegen ist die Abdiskontierung auch eine unterschiedliche. Hallo, ich hoffe, niemand nimmt mir das übel, wenn ich mich von dem Thema jetzt ein bisschen entferne und dann mehr auf das Klima und den Markt dazu eingehe. Ich weiß nicht, ob ich sie komplett perfekt verstanden hatte, weil einfach akustisch, aber sie hatten ja gesagt, es gibt einen Markt und es gibt vor allem auch ganz viele Unternehmen, die jetzt das außer Acht lassen und auf Kosten der Umwelt sozusagen produzieren und vor allem auch einfach Kapital erschaffen sozusagen. Aber durch diese Unbegrenztheit von Ideen würde es dich dann irgendwann oder vor allem auch durch Innovationen, die ja jetzt bei den Unternehmensstrukturen heutzutage dann immer die Probleme lösen wollen, irgendwann dazu kommen, dass der Markt so groß ist, diese Probleme zum Beispiel mit dem Plastik in Ozean zu lösen, dass wir da auch wieder ein Gleichgewicht einkehren lassen. Also, dass es irgendwann Innovationen oder der Markt so groß und der Hunger auf diese Unternehmen, die diese Probleme, zum Beispiel Plastik im Ozean oder Umwelt oder CO2-Emissionen zum Beispiel lösen, dass der so groß wird, dass es sich irgendwann ausgleicht. Also bei mir geht es nur darum, dass man Emissionsrechte herausgibt und kontrolliert. Und die Unternehmen, die am schlimmsten damit klarkommen und am umweltschmutzigsten arbeiten, die werden eingestellt. Sie werden es sich nicht leisten können, diese Emissionsrechte zu erwerben. Und Unternehmen, die schon investiert haben und relativ umweltfreundlich arbeiten, werden natürlich besser gestellt werden. Die werden überleben. Und die Idee ist, der Staat muss durchgreifen. Also was man nicht vermeiden kann, die Bundesregierung muss Limits setzen. Quantitative, wenn man diese Emissionshandel-Lösung machen will, muss man tatsächlich das durchsetzen und nicht so ein Wishy-Washy und irgendwelche Mindestpreise oder Maxi-Preise setzen. Es kann sehr knapp werden. Und das will man. Man will, dass Unternehmen
geordnet ausscheiden aus dem Markt, die verschmutzen. Und wir wollen auch, dass Plastik mit dem Plastikproblem auch aufhört. Leider ist es nicht genug, wenn Deutschland verwendet übrigens am meisten Plastik in der EU, es ist bewiesen. Wir sammeln alles ganz brav und tun es in die gelbe Tonne, aber letztendlich landet das teilweise nicht in, in den Verbrennungsanlagen, sondern es landet wahrscheinlich irgendwann eine Schiff Richtung Ozean und das ist auch nicht gut. Und ich denke, wenn wir das besteuern, wenn wir ökonomische Anreize setzen, können wir das in den Griff kriegen. Ja. Ich glaube, Innovationen können ja schon sehr hilfreich sein, aber es ist ja auch eine Zeitfrage, wann die Innovationen dann kommen und ob wir so lange warten wollen. Und gerade beim Klima, es gibt immer ganz viel Hoffnung auf die erneuerbaren Energien und die Kosten dort fallen ja auch und fallen stärker als gedacht. Der Ausbau ist stärker als gedacht. Trotzdem steigen die fossilen Emissionen, weil eben die relativen Preise nicht richtig sind. Und Innovation ist wichtig, aber die Zeit rennt uns auch davon. Wir haben mittlerweile 1 Grad Erwärmung. Und es gibt das Ziel, die Temperatur auf unter 2 Grad zu begrenzen. Und das ist ganz schnell erreicht, wenn wir nicht drastisch dagegen steuern. Und bei dem Plastik ist das Gleiche. Vielleicht gibt es irgendwann die Technologie. Ob es dann noch die Wale gibt, weil die das alles vorher gefressen haben, ist dann noch die Frage. Ja, das hat eben so ein bisschen meinen Punkt vorweggenommen, dass das ja alles eine etwas anthropozentrische Perspektive ist und es ja auch sowas wie Tiere und Pflanzen und Natur gibt, die ja irgendwie auch noch so eine Art Eigenwert haben und dass man das vielleicht auch berücksichtigen sollte. Ich hatte aber noch einen zweiten Punkt und das bezieht sich ein bisschen auf den Umgang mit der Aussterbewahrscheinlichkeit der Menschheit. Müsste die nicht auch als endogen betrachtet werden, nämlich als mögliche Folge der Umweltveränderungen? Und was kommt denn dann eigentlich raus? Ja, wird auch gemacht, also wird noch nicht lange gemacht, aber das stimmt. Also das gibt eine Gruppe von französischen Ökonomen, die das gemacht haben und das endogenisiert haben und kommen natürlich zu sehr stärkeren Empfehlungen, Emissionen zu senken, weil eine ausgestorbene Menschheit ist eine Menschheit, die gar keinen Nutzen mehr bekommt. Ja. Obwohl die Frage ist, der Prozess des Aussterbens, ob der nicht viel schlimmer ist als die Tatsache, dass es dann keine Menschen mehr gibt. Ich wollte kurz fragen, ob Sie da konkrete Maßnahmen schon sich vorstellen können, wie man so eine CO2-Steuer einführen könnte. Sollte das dann global oder national passieren? Was wäre da das richtige, die richtige Institution, so die UN oder die Verträge von Paris? Haben Sie da schon irgendwelche konkreten Ansätze? Also am besten wäre natürlich ein globaler CO2-Preis, weil das würde überall gleiche Preise bewirken und dazu führen, dass dort Emissionen verringert werden, wo es am günstigsten ist. Das ist aber sehr schwierig, weil wir keine Weltregierung haben und die Nationalstaaten souverän sind und selber entscheiden können, was sie machen. Und der Ansatz seit dem Paris-Abkommen ist ja, die Staaten darin zu bestärken, selber Lösungen zu suchen, Ziele sich zu stecken, aber auch zu koordinieren und abzusprechen und das Ambitionsniveau sich gegenseitig hochzuschaukeln im Ambitionsniveau. Wenn du viel machst, mache ich auch viel. Und das Paris-Abkommen lässt aber offen, wie die Staaten das erreichen können, weil die sagen, das ist immer noch nationale Souveränität. Aber es gibt mehr und mehr Initiativen, mehr und mehr Länder, die eben CO2-Preise einsetzen. Die Europäische Union hat ein Emissionshandelssystem für den Stromsektor und Teile der Industrie. Es gibt in mehreren EU-Ländern CO2-Steuern oder Mindestpreise, die versuchen eben diese anderen Sektoren, die nicht vom Emissionshandel abgedeckt sind, einzubeziehen oder auch national einfach höhere Preise setzen, wie Schweden das macht, mit einem wahnsinnig hohen CO2-Preis von 120 Euro die Tonne. Also im europäischen Emissionshandel ist der Preis bei 20 Euro pro Tonne. Und andere Staaten ziehen nach. Kanada zieht nach, habt es nächstes Jahr im ganzen Land. Vorher waren einige Provinzen, die angefangen haben, CO2-Preise einzuführen. Entwicklungsländer und Schwellenländer machen das auch. Auch aus dem Grund, weil sie auf Steuereinnahmen angewiesen sind. Südafrika hat für nächstes Jahr eine CO2-Steuer beschlossen. Das Land ist verschuldet, hat ein Haushaltsdefizit und
Es ist schwierig, Steuern einzunehmen, wenn es eine hohe informelle Wirtschaft gibt, viel Steuervermeidung gibt. Mit Besteuerung von fossilen Energieträgern ist es relativ einfach. Und das war im Endeffekt die entscheidende Kraft, dann, dass das Finanzministerium diese Steuer so stark gepusht hat, weil sie eben diese Einnahmen auch wollte. Also da gibt es auch durchaus diese Gründe dafür. Ja, ich wollte einmal ganz kurz dazu, wir brauchen eine europäische Initiative. Also Deutschland wird das nicht alleine machen. Und ich glaube, Frankreich wird das auch nicht alleine machen. Aber Deutschland und Frankreich haben den Hang, zusammen bestimmte Initiativen loszutreten. Ich denke immer an das europäische Währungssystem im Jahr 78. Nicht? Die haben gesagt, wir machen das. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns beitreten, also ein Club. Ja? Und nur so wird das erfolgen. Ich glaube nicht, dass Alleingänge was bringen. Wir werden immer das benutzen, als Ausrede nicht zu tun. Es muss auf europäischer Ebene kommen und die großen fünf. Italien müsste auch mitmachen. Italien braucht das Geld. Das ist ein sehr gutes Argument. Das Interessante an der grünen Steuer ist, je unelastischer die Nachfrage, desto höher die Steuereinnahmen. Insofern ist es eigentlich für eine starre Industrielandschaft wie in manch europäischen Ländern gar nicht so schlecht. Erstens müssen sie, natürlich wird es Arbeitsplätze kosten, da muss man das Geld umschiffen, aber da gibt es Möglichkeiten. Sie hatten Frankreich gerade angesprochen und dort wird ja gerade versucht, eine CO2-Steuer einzuführen, was auf massiven Widerstand in der Bevölkerung trifft, die irgendwie offensichtlich mit der sehr misslichen Infrastruktur, die in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurde, zusammenhängt. Ich würde mal behaupten, einfach, dass in Deutschland eine ähnlich missliche Infrastruktur für ein solches Projekt hat. Wie würden Sie in Deutschland eine CO2-Steuer einführen, die auf gesellschaftliche Mehrheiten hoffen kann? Genau, das ist natürlich die Preisfrage. Ein Problem der CO2-Steuer ist natürlich die Verteilungswirkung. Die trifft nicht alle Menschen gleich. Sie trifft manche Menschen sehr stark, die auf dem Land leben, die pendeln, die große Wege zurücklegen müssen und daher hohe Energieausgaben haben. Die zahlen halt einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür. Und das ist das Schwierige bei solchen Reformen, wie man da eine Balance findet, dass man ein Paket schnürt, das eben große Härtefälle vermeidet. Wie kann man das machen? Das eine ist, wir haben in Deutschland ja schon extrem hohe Steuern im Verkehrssektor. Wenn man das runterrechnet auf den CO2-Anteil, haben wir für Benzin 280 Euro pro Tonne CO2. Und für Diesel ist es etwas weniger. Aber es sind extrem hohe Preise, die wir schon haben. Das heißt, da müssen wir gar nicht unbedingt noch mehr was draufsetzen. Man müsste es harmonisieren, weil eben die ganzen Energiesteuern, die es gibt, nicht am CO2-Gehalt orientiert sind, sondern die sind teilweise willkürlich, teilweise aus fiskalpolitischen Erwägungen gesetzt, nicht so sehr aus Umweltgesichtspunkten. Und der letzte Punkt ist die Frage, wie geht man mit diesen Einnahmen um? Und dort kann man, denke ich, viel Rückhalt gewinnen, wenn man den Bürgern klar macht, das geht nicht darum, hier Einnahmen zu generieren für den Staat, die dann irgendwo versickern, sondern das kann aufkommensneutral gestaltet werden, da können andere Steuern gesenkt werden. Es gibt Länder wie die Schweiz und die kanadischen Provinzen, die Einnahmen pro Kopf rückverteilen. Das heißt, jeder Bürger bekommt einmal im Jahr 100 Euro ungefähr zurückerstattet aus diesen Einnahmen. Das heißt, das Geld bleibt im Endeffekt bei den Bürgern und dadurch, dass halt reichere Haushalte auch tendenziell einen höheren Energieverbrauch haben, mehr fliegen, mehr fahren, mehr reisen, zahlen sie auch mehr diese Steuer, hat man eigentlich eine sehr progressive Wirkung von so einer Rückverteilung. Kurz zu Frankreich, das ist der Grund, weshalb es zurückgenommen wurde. Also Macron hat nicht daran gedacht. Der hat wirklich ham-handed da durchgegriffen und das war ein Riesenfehler. Schade, weil es den Ruf dieser Steuer verdorben hat in Frankreich. Und die Franzosen haben natürlich, die generieren weniger Energie mit fossilen Trägern wie Deutschland. Ne? Die haben sehr viel Atomkraft eingesetzt, andere Themen, aber globale Erderwärmung gehört nicht dazu.